Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Let's Talk About It, einem Format von OPET, bei dem wir einen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit werfen. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn der neue Vadoplex-Controller ist da. Und deswegen freue ich mich auf unsere Produktmanagerin Annette von Heinitz-Preetz. Schön, dass du da bist. Danke, Stefan, dass ich hier sein darf. Sehr gut. Es ist wirklich, wirklich ein tolles Produkt, über das wir gleich sprechen wollen. Und liebe Zuschauer, bevor wir uns den neuen Controller anschauen, erstmal die Frage, was ist Vadoplex überhaupt? Vadoplex ist unter dem Überbegriff IPK bekannt, intermittierende pneumatische Kompression, allerdings mit einer ganz großen Besonderheit mit der intermittierenden Impulskompression. Mhm. Das heißt, dass wir eben nochmal durch einen schnelleren Impulsaufbau nochmal sehr viel effektiver auch arbeiten können und sehr viel besser den Heilungsverlauf irgendwie der Patienten unterstützen können. Und die Betonung liegt auf schnell und kurz. Das heißt, der Impuls baut sich in weniger als einer Sekunde auf. 0,4 Sekunden. 0,4 Sekunden und bleibt auch nicht lange. Nee. Und das ist das Entscheidende, oder? Das ist das Entscheidende. Gerade dieser schnelle Impuls löst halt physiologisch im Körper was aus, irgendwie, weswegen wir in die sogenannte NO-Ausschüttung, Stickstoffmonoxidausschüttung kommen. Und damit kannst du irgendwie wirklich sehr schön venöse und arterielle Erkrankungen behandeln. Du kannst es zur Thromboseprophylaxe, zur Abschwellung, zur Schmerzreduktion und so weiter, irgendwie Wundheilung zum Beispiel auch noch irgendwie einsetzen. Und das ist sehr, sehr toll und sehr effektiv. Mhm. Vielleicht kannst du für unsere Zuschauer noch mal kurz hier erklären. Ich meine, wir sehen hier das Gerät, einen Schlauch und hier ist noch ein Pad. Wie das funktioniert? Sehr gerne. Also du siehst schon ein Gerät. Wir haben dann noch zwei Schläuche mit dabei. Kann man jeweils auf der linken und rechten Seite anschließen. Es gibt Pads dazu. Das ist jetzt als Beispiel das Handpad. Kann man eben hier zur Anwendung am Venengeflecht der Hand einsetzen. Aber auch noch ein Fußpad, was unten am Fußplexus angesetzt wird. Mhm. Und dann wird das Gerät angestellt, das Programm ausgewählt. Und durch diesen Druckimpuls, der alle 20 Sekunden kommt, 130 mm Hg, wird eben dieser Impuls auf den Plexus ausgeübt und damit das venöse und auch damit auch das arterielle Blut letztendlich beschleunigt. Nicht. Mhm. Und das ist eigentlich das Ganze. Also ich höre ganz oft in den Kliniken oder bei den Patienten, es macht nur einmal pff und das war's. Mhm. Aber sehr effektiv. Sehr effektiv. Mhm. Und jetzt habe ich es schon angekündigt. Also der neue Controller. 4 Jahre Entwicklungszeit, großartiges Ergebnis, Annette. Mhm. Vielleicht kannst du uns kurz beschreiben, was ist überhaupt neu? Also wir haben den Fokus eigentlich darauf gelegt in der Entwicklung, dass wir sehr viel benutzerfreundlicher nochmal werden. Also du siehst schon im Vergleich zu vorher, es ist sehr viel kleiner geworden. Mhm. Das Handling vom Tragen für die Pflegekräfte ist sehr viel einfacher geworden, auch für die Patienten. Mhm. Wir haben einen Akku verbaut. Okay. Da bin ich sehr stolz drauf, weil Funktionsprinzip ist das gleiche zur Vorgängerversion geblieben. Aber der Akku ist jetzt eben mit drin. Das heißt, du bist halt flexibel, auch intraoperativ oder wenn der Patient vom Röntgen wieder zurückgebracht werden soll aufs Zimmer, kann die Vadoplex gleich weiterlaufen. Und das Kabel stört auch nicht. Also es gibt zwar ein Kabel dran, das heißt, man kann es auch an Strom anschließen. Und ich kann mich daran erinnern, dass bei dem alten Modell natürlich öfter mal über das Stromkabel drüber gefahren wurde oder so etwas. Ein bisschen lästig, das haben wir jetzt nicht mehr. Nee, haben wir jetzt nicht mehr. Sehr gut. Bist halt wirklich sehr, sehr flexibel auch in der Klinik, jetzt in den Einsatzgebieten. Und was man, glaube ich, schon ganz, ganz schön sieht, ich finde, es sieht halt vom Design her sehr schick aus, oder? Mhm, ja, absolut. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Aber wir haben hier, ich kann es einmal nur kurz kippen, ein Touch-Display drin. Das heißt, im Prinzip arbeiten wir eigentlich nur noch über zwei Knöpfe an, aus, Start und Stopp. Ja. Oder Start, Pause und das war's irgendwie. Ne? Und damit kann man dann wirklich sehr, sehr schön über das Touch-Display die verschiedenen Programme einstellen. Ja. Man kann die Sprache auswählen, man kann sich bestimmte Informationssachen anschauen. Also wirklich sehr einfach, sehr intuitiv, damit die Patienten und die Pflegekräfte sofort loslegen können. Ja, da hake ich nochmal nach. Du hast gesagt, das Funktionsprinzip ist das gleiche. Richtig. Wir haben einen Akku, das Gerät ist kleiner geworden, das Touch-Display ist benutzerfreundlicher, aber es gibt auch ein paar zusätzliche Funktionen. Hast du jetzt schon angedeutet, ich kann mir Informationen anschauen. Genau. Was zum Beispiel? Genau, also wir haben festgestellt, es gibt ja auch für unsere ganzen Produkte ja auch sehr viele tolle Videos, aber oftmals geht es halt genau, wenn die Behandlung losgeht, wie war das nochmal, wie muss ich das Pad anlegen, wie muss ich irgendwie das Gerät benutzen, und da haben wir hier praktisch wie so eine kleine Art Gebrauchsanweisung mit reingepackt. Mhm. Mit einfachen Bildern, mit einfachen Texten kann der Patient sich wirklich sehr, sehr, sehr schnell nochmal das in Erinnerung holen, wie es funktioniert und warum mache ich das überhaupt. Also selbst das Funktionsprinzip wird hier nochmal erklärt auf dem Gerät. Ja.
stark. Und in der Klinik, das wird wahrscheinlich auch sehr spannend sein, ist halt auch, dass es verschiedene Dokumentationsmöglichkeiten gibt. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber hier vorne ist eben auch noch eine USB-Schnittstelle. Das heißt, wir können jetzt auch zukünftig die Behandlung auch dokumentieren und auslesen. Also ich glaube, das ist auch gerade in den Kliniken immer wichtiger, jetzt auch zu dokumentieren, was man gemacht hat. Als Beispiel bei Thromboseprophylaxe kann man das hier sehr, sehr schön auch auslesen. Sehr gut. Also, liebe Zuschauer, die ersten Patienten mit dem neuen Controller sind schon versorgt. Die ersten Kliniken arbeiten damit. Wenn Sie auch interessiert sind an Vadoplex, dann nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf. Sie können einfach auf opet.de vorbeischauen. Oder Annette, was kann ich noch machen, wenn ich mich interessiere? Genau, einfach bei uns anrufen, Kundenservice, werden sehr gerne auch mit mir direkt verbunden. Unser Außendienst wartet sozusagen auch sehnsüchtig auf interessierte Kunden, die halt gerne das Gerät auch einfach mal ausprobieren möchten, zum Beispiel in Form einer Teststellung. Also auch dort gerne entweder telefonisch oder über unsere Internetseite den Kontakt raussuchen, wer ist da der richtige Außendienstler. Und dann stehen wir demnächst mit der neuen Vadoplex vor der Tür. Sehr gut, sehr gut. Also, liebe Zuschauer, opet.de, wir blenden es auch nochmal ein. Und Annette, dir vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Ja, danke. Danke, dass du uns das gezeigt hast. Wir freuen uns sehr. Ja. Klasse. Okay. Also, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Wir sagen bis dahin und bis bald. Tschüss.